So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Hier gegen Dortmund, jetzt geht's ran. Jetzt müssen wir aber ordentlich mal Charakter beweisen hier. Pankala, ich möchte jetzt ordentliche Atmosphäre hier spüren von dir. Aber ich weiß nicht, ob ich dich drin lassen soll. Aber ich vertraue dir einfach mal. Letztes Spiel haben wir ja ein bisschen Kacke gebaut. Da 2-2 gegen Freiburg hätte nicht sein sollen, aber naja. Nehmen wir die Alte mal mit ins Stadion. Vielleicht bringt die uns ja heute Glück. Ne? Müssen so ein bisschen vorproduzieren. Ich habe wieder keine Zeit sonst. Deswegen geben wir heute unser Bestes. Hauen da mal einen rein. Gegen Dortmund geht es nämlich ran. Die Mannschaft hat wieder ein bisschen Aua. Ein bisschen Aua im Kopf. Wir haben ja so ein paar Spieler noch reinbekommen. Ne? Wen haben wir denn da so? Bastian Tim haben wir noch. Haluk Deren. Kompaschul, der müsste neu sein. Der ist neu. Ist doch besser hier. Wer hat denn die Aufstellung gemacht, bitte? War ich das? Beibehalten. Das für eine Aufstellung. Und 4. Aber das geht klar. Der Kevin hatte ja gesagt, er möchte gerne spielen gegen Dortmund, ne? Nehmen wir denn mal in der ersten Mannschaft für eine Woche. Und ich bin ja nicht so, ne? Ich nehme dich wirklich mit, Junge. Ob du reinkommst, kann ich dir nicht versprechen, aber ich nehme dich auf jeden Fall mit. Ich bin für meine Abonnenten ja immer da. Immer offen für alles. Immer rein ins Spiel. Jetzt gegen Borussia Dortmund. Das wird echt ein hartes Spiel. Ich sehe das jetzt schon kommen. Die Sensation ist möglich, sagen wir einfach mal. Herr Riefens, es ist unsere Tradition. Gib mir ein F! Gib mir ein C! Gib mir ein E! Gib mir ein F! Auf geht's jetzt für die Energie hier. Schiedsrichter David Hager schickt gerne auch mal jemanden vorzeitig zum Duschen. Aha, also ein Arschloch. Müssen wir zugeben. Jetzt spielen wir gegen Aubameyang und Co. Thomas Tuchel ist hier noch Trainer. Mal ein bisschen da rein. Timo Horn im Tor. Aaron Autsch ist hier. Naja, der begeistert uns ja auch immer wieder. Schöne Kombination. Weigel zu Bender. Weiter auf Werner. Er kommt zum Flanken, Babajay hat aber aufgepasst und klärt zur Ecke. Die erste Ecke in diesem Spiel geht an die Gäste. Ecke von links, Guerrero. Pankala setzt gegen Dembele durch, setzt sich durch, klärt die Ecke von Guerrero. Schön machst du das, Ola. Schön. Sehr spielen hier nur die Dortmunder. Die Cottbusser nur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Hör mal, wir sind der Underdog. Mann, wer redet denn hier? Hundertprozentiger jetzt. Flanke von der rechten Seite durch Dembele. Weigel kommt zum Kopfball. Falsch, schöne Parade hier. Reflex, du. Super gemacht, Junge, super. Beim Punkte wären wir hier eine Sensation, echt so. In echt. Pass von Benesch auf Gronda, der läuft den Ball gerade noch. Zieht ab. Horn rechnet nicht mit diesem Schuss. Aber der geht vorbei. Eieiei. Was haben wir denn? Was haben wir denn da, ey? Wieder Dortmund jetzt. Oh oh. Außenpfosten. Ein Glück. Bing, da haben wir es gehört. Bing. Guerrero, Guerrero. Die Dortmunder wirken etwas frischer. Ja, guck mal, wenn du sagst, so frischer, ne? Der Einzige, der bei uns ein bisschen schwächelt, ist Bittenkurt. 13 Meter Schuss hier von Dembele. Aber da lacht der Spalch, ey. Da lacht er. Jetzt wieder Riesenchance für die Dortmunder. Oh, Flanke von der Seite durch Ochs. Weigel steigt hoch. Trifft ins Cottbusser Tor. Aber er springt in unserem Keeper. Naja.
gibt's auch kein Törchen. Mein lieber Weigel. Der Gegenzug lebt jetzt mit einer Riesenchance für uns. Benesch läuft quer. Schaut beim Pass demonstrativ in den Mittelkreis und luft den Ball butterweich in den Lauf von Neumann. Der buxiert den Ball an Tor vorbei. An Horn vorbei, aber der kann den noch entschärfen, ey. Mann! Das ist schön. Das ist schön, das Einsatz, ne? Schade, dass er nicht belohnt wird. Schade. Also das Spiel ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? Jetzt Dortmund. Weigel marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lange. Ja, und da gibt es lediglich noch eine Ecke, weil Spajic pariert den. Notentechnisch bisher ganz gut, bis auf Lirussi, ne? Eieiei, Spajic kommt erschossen raus. Alles gut, alles gut. Alles in Ordnung. Ah, Dortmund hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert. Ja, da wären wir doch genau die Richtigen, wenn wir das nicht knacken. Dann weiß ich auch nicht. Aufpassen, Junge. So, jetzt müssen wir mal gucken erstmal in der Pause hier. Benesch ist vorbelastet, das heißt bei der nächsten Gelbe ist Ende. Auf geht's. Müssen wir aufpassen. So. Überleg ich gerade. Ah, lassen wir's. Alles gut. Anpfiff, zweite Halbzeit. Ich möchte jetzt nicht so schnell irgendwie reagieren, dass sie irgendwie einen Fehler machen könnte oder so. Ding schön ruhig bleiben. Bin auch gerade ruhig, habe ich gerade gemerkt, weil ich nichts gesagt habe. Jetzt Schürrle rein für Dembélé. Den Abgewanderten da zu Barcelona. Eieieiei. Übermotiviert ist unser Herr Geier. Alles gut. Und direkt dann auch die Chance für Dortmund. Schöner Pass von Kagawa. Aber die Verteidigung klärt. Also heute ist Olaf echt ein Brett da hinten. Muss man echt zugeben. Muss man echt sagen. Ich bringe jetzt aber Benesch rein. Boah, der Fritsch wird eingewechselt, den wir uns auch schon mal fast geholt hätten. Bei uns kommt unser Nawodka rein. Und hier kommt noch Grilic rein. Grilic haben sie sich auch geholt. Okay. Und wir haben die Chance. Gefällig vorgetragener Angriff. Dann aber Bittencourt mit einem unkonzentrierten Abschluss. Eieiei, jetzt Dortmund. Nächste Ecke durch Guerrero. Auf den Elfmeterpunkt. Spajic kommt nicht raus. Hat aber Glück, dass Werner nichts kann. Und wir wieder jetzt hier. 74. Neumann legt steif in der Wodka auf. Ah, aber Horn, der klärt 25 Meter vor seinem eigenen Tor. Ohne Scheiß, wer hier sagt, dass das nicht spannend ist, da weiß ich auch nicht. Vierte Ecke jetzt für die BVB. Gaia kann aber gut klären. Oh, 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 oh. Was ist denn hier jetzt? Was ist hier los? Komm, für die letzten Minuten kommst du rein, Kevin. Gibst du dein Debüt jetzt? Für Cottbus, komm. Ist ja versprochen worden. Aber direkt dann auch die Chance für den BVB, ne? Freistoß wird schnell ausgeführt. Grilic verlädt Geier. Flankt in den Fünferraum. Ja. 1-0. Ich hab dich gerade gebracht, Kevin. Und direkt schießt Dortmund das Tor. Das ist dieses geile System im FM. Wenn du manchmal einen Wechsel machst oder einer sich verletzt, gibt's immer direkt eine Bude. Es ist so abartig, ne? Es ist einfach ekelhaft. Sorry.
Da kannst du nichts für. Nichts für. Der FM ist schuld einfach. Naja, dann sind wir wieder auf unserem achten Platz, ne? Machen wir mal hier den vollen Angriff nochmal. Wir versuchen es einfach. Sorry, ich sehe das jetzt nicht so eng. Wird ja nur eine Freude machen. Wird jetzt locker runtergespielt, da passiert nichts mehr. Leider. Ja, okay. Verlieren wir gegen Dortmund. Ja, wir haben trotzdem Glückwunsch zum Debüt. Bist nicht an dem Tor schuld. Platz 8 damit. Alles gut. Jetzt hat er endlich mal gespielt und freut sich. Ist glücklich. Warum auch nicht? So, ja. Da sehen wir Dortmund auf Platz 1. Konnten wir leider nicht schocken. Bayern gewinnt 7:2 gegen Freiburg. Was ist denn da los? Aller spielt da. Krass. Aller. Ja, einfach neben Lewandowski. Sanchez mit dem Tor. Da wieder Konaté. Also Konaté wird so langsam echt interessant für uns. Ich glaube, ich gucke mir den mal an. Der ist echt interessant, ne? Tada. Bancala gehört in die erste, der bleibt da. Na, so. Marlon ist verletzt. Was denn hier jetzt? Wollen da eigentlich nur jemanden hochziehen? Was? Ja, geht. Ein Mann. Jetzt hoch. Dann eben. Mannschaft der Woche. Starzef. Sehr schön. Ja, bald zahlt sich auch. Bancala ist nicht unten. Der ist wieder oben. Oh, Nastasic. Ja, ja. Bancala auf die Bank. Geht richtig. Manndeckung. Geht er erstmal zum Zweikampf. Kevin, nimm mal raus. Was jetzt gespielt, mein Lieber? Hast dein Debüt gegeben. Cottbus, 806er Stärke. Hast dich sehr verbessert. Sag mal einfach mal. Dann das nächste Spiel ist gegen Augsburg am 27. Erstmal hier die zweite Mannschaft. 2:1 Sieg. 2 Tore durch Peso, das ist super. Bin der Freude, sich hat direkt angerufen nach dem Spiel. Eltermann einfach begeistert. War geil. 2 Tore durch ihn. Will denen was sagen? Ja, können wir. Ja, aber nicht das Wahre, was ich wollte. Bonny, schön. Schön gespielt. 2,5. So, der Rest ist hier fit. Marlon ist wieder da. Kann auch direkt da rein. Dann noch. Ja genau, Konaté, ne? Dann gucken. Der 1000 Stück, wa? Ist er doch. Der erinnert mich so ein bisschen an CSA, ne? Mal hatten. Haben die eine Schmerzgrenze oder was stand da? 100 T ist geil. Den finde ich richtig gut. Vielleicht machen wir das auch diesmal so, vielleicht in diesem Spiel, dass wir mal mit 2 Stürmer mal spielen im nächsten Spiel. Gucken mal. Gucken wir gleich mal an. Aber erstmal hier weiter. Was haltet ihr denn so vom Konaté? Ist das einer für uns? Kein schlechter auf jeden Fall. Der 8. gegen den 12. gleich. Augs. Weiß. Farben.
13 Nachrichten. Sauri hat erreicht. Auch mal den Zweikampf hier zum beim da verlängert seinen Vertrag. Scouting abgeschlossen von Heikki Aho und von Justin Bijo. Bauer hat auch sein Trainings erreicht. War geil. Kevin Kierste zurück in die Jugendmannschaft. Ja, vielen Dank, Kevin, für deinen Einsatz, muss man einfach mal sagen. Auch wenn es jetzt nicht glücklich ausgegangen ist. Aber spielt das hier. Finde ich immer schön, sowas, wenn ich euch eine Freude machen kann. Also sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part gegen Augsburg. Ne? Und wenn ihr noch was wollt, dann müsst ihr das sagen. Dann machen wir das. Macht's gut. Ciao.